Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ich bin heute mal wieder unterwegs. Morgens, ganz früh morgens. Ich bin schon um 3.30 Uhr aufgestanden. Es war nicht schön, vor allem, weil ich gestern Abend auch irgendwie nicht einschlafen konnte. Knappe 2 Stunden Autofahrt und ich stehe mal wieder vor einem Spot. Leute, ich war seit 5 Jahren nicht mehr hier. An der Rakotzbrücke in Kromlau. Leider habe ich heute nicht die besten Verhältnisse, die besten Witterungsverhältnisse. Ihr seht schon, es ist wolkenlos. Ja, und deswegen natürlich nicht optimal. Die Spiegelung an sich sieht ganz cool aus, aber grundsätzlich ist es ein bisschen langweilig. Ein großes Dankeschön an den heutigen Sponsor des Videos, LexOffice. Mit LexOffice kannst du deine Buchhaltung ganz einfach gestalten. Spare jetzt 40% mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. So, und ich bin heute auch nicht alleine hier. Die Lichtbildidealisten, beziehungsweise der Lichtbildidealist, muss man dazu sagen. Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Es ist eigentlich Singular und nicht Plural. Ja. Aber ja, schön, dass wir uns heute hier treffen. Und wir machen ein kleines bisschen Video zusammen heute. Ihr werdet unten in der Videobeschreibung auch mal einen Link zu deinem YouTube-Kanal noch finden. Und dort gibt es dann auch später ein Video, wo wir noch ein bisschen quatschen. Das könnt ihr euch dann mal anschauen. Könnt ihr einfach gleich nach dem Video weiter skippen zum nächsten Video. Wir sind heute hier insgesamt, verbringen den Morgen zusammen hier in Kromlau an der Brücke. Die ist ja restauriert worden und ich bin jetzt das erste Mal dort, seitdem es restauriert wurde. Witzigerweise wurde jetzt hier viel verändert. Also wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, ich gehe mal ein Stück weiter weg. Hier gibt es jetzt so einen Aussichtspunkt quasi, so dieser klassische Shot, den man kennt. Und weiter darf man hier aber auch nicht. Man kann jetzt hier natürlich da noch in die Richtung weiter. Aber man darf halt, ja, durfte man ja früher auch schon nicht wirklich ans Ufer ran, beziehungsweise auf die Brücke rauf, sowieso nicht. Aber es wurde jetzt hier noch ein bisschen, sage ich mal, geebnet, der Weg. So Leute, mal ganz kurz was zu meinen Einstellungen noch. Weil ja viele immer danach fragen, witzigerweise. Aber es ist bisher bei mir eigentlich fast immer dasselbe. Ich bin mit meiner Nikon Z7 II heute unterwegs. Und das 14-24 mm, was ich sonst immer zum Fotografieren benutze, das habe ich heute auf der Videokamera drauf, damit es ein bisschen weitwinkliger ist. Stattdessen filme ich, beziehungsweise ich fotografiere mit dem 24-70, mit dem 4-0er Objektiv, weil ich tatsächlich ein bisschen mehr Brennweite brauche hier bei dem Motiv. Ich mache das Ganze in Hochkant, ich habe gerade eben schon mal Querformat gemacht, aber mir gefällt irgendwie Hochkant hier an diesem Spot besser, weil man die Spiegelung dann besser mit drauf bekommt. Und weil man ein bisschen mehr Himmel, ein bisschen mehr von dem Wasser noch sieht. Heute ist es nicht optimal dafür. Vielleicht kennt ihr den Shot, den ich vor 5 Jahren hier gemacht habe. Ich blende euch den mal kurz ein, weil der war damals richtig genial. Also da hat es alles gepasst. Da haben die Wolken am Himmel gestimmt. Die wurden schön angeleuchtet von der Sonne. Das haben wir heute leider nicht so sehr. Trotzdem denke ich mal, das war ein ganz cooles Bild hinbekommen. Von den Einstellungen her ansonsten Blende 8, ISO 64. Gerade bei einer Drittelsekunde Verschlusszeit. Das ändert sich hier die ganze Zeit so ein bisschen. Es wird jetzt immer heller. Ich denke mal, hier einen Shot machen wir noch. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. So, wir sind schon so langsam über dem Zenit hinweg. Also besser wird es jetzt nicht mehr. Schon zu hell, ne? Schon zu hell. Du machst auch Belichtungsreihe? Richtig, genau. Hier. Er hat nochmal eine bessere Kamera als ich hier mit der Z9 voll unterwegs. Verwackelt er jetzt, weil die bessere Kamera hat, weil ihr das Logo zeigen wollt. Ja, genau. Und mit dem 24-70 2.8er. Genau. Geil. Ja, das habe ich auch noch überlegt, ob ich mir das arbeite. Es ist so viel schwerer im Gegensatz zu dem 4er. Und wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen. Ich bin ja doch eher der Typ, der dann mit Blende 8 fotografiert. Und dann dachte ich mir so, naja, dann reicht es vielleicht doch aus, mit dem F4er rumzulaufen. Die Abbildungsleistung ist natürlich trotzdem nochmal besser bei dem 2.8er? Ja, da wäre jetzt die Frage von mir an dich in dem Zusammenhang, wenn du dann Hochzeitsreportagen machst. Also für mich ist das so die Reportage, die sie eigentlich schlechthin. Ja, ich hab das alte Objektiv, also für die DSLRs. Funktioniert hat ja ohne Probleme. Also die Hochzeiten fotografiere ich tatsächlich auch meistens noch mit meiner D850, mit der alten. Also Reise oder immer drauf für Landschaften, wenn ich unterwegs bin, oder Hochzeiten. Also ich glaube, ich habe die meisten Shots wirklich mit dem 24-70. Ja. Also Hochzeiten habe ich auch mal zwei Kameras, 1-24-70, 1-70-200, beide 2.8 und dann obwohl ich für die Paar-Shootings meistens immer nur eine Festbrennweite mit. Wie fühlt es sich im Kopf halt, weiß ich nicht, immer noch geil, dann die Blende aufreißen zu können, so für eine Freistellung. Ja, also das stimmt, das stimmt. Ja. Tja, eigentlich eine coole Situation, außer das Licht, das ist nicht so optimal. Aber die Spiegelung nach wie vor, also von mir eine ganz klare Empfehlung, nach wie vor,
kommt hier alle mal her, fotografiert das. Es sieht aus wie bei Herr der Ringe. Man muss nur geiles Licht haben. Tut mir bitte nur den Gefallen, geht nicht auf die Brücke rauf. Es gab genug Fälle in den letzten Jahren, auch vor der Renovierung gerade, wo Leute auf die Brücke gegangen sind, sich dort fotografiert haben, gepostet haben und so weiter. Das sollte man auf keinen Fall tun. Das ist nach wie vor verboten. Deswegen immer die Landschaft mit Respekt behandeln. So, ich habe jetzt nochmal auf Hochformat gewechselt, weil ich mir immer noch unsicher bin, ob ich dieses Motiv eher im Hochformat oder im Querformat mag. Und ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, welches Format euch besser gefällt. Ich tendiere im Moment zum Hochformat, aber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Schaut mal, Leute, da kommt die Sonne raus. Im Hintergrund werden jetzt schon die ersten Bäume angestrahlt. Ja, wenn man jetzt mal hier rüber guckt, also dort hinten, da kommt die Sonne dann hoch. Es ist natürlich zum Fotografieren jetzt schon nicht mehr optimal, weil das Licht einfach jetzt schon zu stark ist. Wenn die Sonne jetzt über die Bäume rüberkommt, dann sowieso. Aber hier ist es natürlich noch richtig schön golden. Also da sehen die Bäume noch echt schön aus. Hat irgendwie was. Wenn man das jetzt hier hätte, ich weiß gar nicht, wie war es denn? Du warst ja gestern Abend schon hier, ne? War der Sonnenuntergang gut? Da war ich nicht mehr hier. Wir waren halt zu früh hier. Dann waren wir nochmal an dem See da vorne. Und dann habe ich gegessen. Also wir waren beim Sonnenuntergang nicht mehr. Ich wollte nochmal zur blauen Stunde. Deswegen kann ich ehrlich gesagt keine reliablen Aussagen mehr zu machen. Okay. Ja, das wäre natürlich interessant gewesen, weil da müsste die Sonne ja von hinter uns gekommen sein. Wahrscheinlich hat sie dann hier schön reingestrahlt, wenn es, also war ja gestern Abend genauso wie heute Morgen, ne? Einfach klarer Himmel. Wunderschön klarer Himmel. So, Leute, ich würde sagen, wir packen mal zusammen. Die Sonne kommt jetzt hier richtig schön raus, strahlt jetzt hier überall schon schön die Bäume an im Hintergrund. Aber das Problem ist, zum Fotografieren ist es nicht mehr ganz so schön. Deswegen werden wir jetzt zusammenpacken, mal wieder Richtung Auto gehen und dann quatschen wir gleich noch ein bisschen. Eine kleine Talkrunde auf dem Parkplatz machen wir noch. All das seht ihr dann, wie gesagt, in dem anderen Video, was ich euch unten verlinke. Da könnt ihr jetzt als nächstes hinschauen. Ich würde sagen, ich bin fertig für heute. Ich fahre jetzt gleich zurück und werde noch ein bisschen am Camper weiterbauen. Da geht es jetzt so langsam Richtung Badezimmer. Da sind jetzt nämlich endlich auch die Wände gekommen, die ich da reinbauen möchte. So 2 mm Wände, die man schön nutzen kann. Die haben auch so ein richtig geiles Finish haben. Schön im Weißton, werde ich euch alles dann noch zur gegebenen Zeit zeigen. Jetzt habe ich erstmal gleich wieder 2 Stunden Autofahrt vor mir. Und ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Koffein. So, Leute, ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, welches Bild ihr besser fandet. Und auch so, wenn ihr Anmerkungen habt, immer her damit. Ich freue mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.